Sonntags ist Lufthansa Group Update Tag. Heute wollte ich euch einfach erzählen, was so die Woche bei Lufthansa passiert ist, dass der Streik unwahrscheinlich ist, weil die Piloten gesagt haben, wir wollen im Moment nicht streiken. Dann geht es weiter, dass es Dienstreiseeinschränkungen gibt, wie ich ja schon berichtet hatte. Mehr Airbus A340-600 sollen kommen. Also was alles so passiert in der Lufthansa-Gruppe, dass man zum Beispiel wieder in die Gewinnzone im zweiten Quartal gerutscht ist. Die erste 787-9er Simulator-Veranstaltung steht bei der Lufthansa Flight Training. Lufthansa ist eigentlich besser da, als es ist. Aber ich habe heute die Zeitung aufgeschlagen, die Bild-Zeitung. Ja, ich weiß, da kommen dann solche Sachen wie zum Beispiel, dass halt so viel Personal krank ist. Dann ein Bloggerkollege hat da ganz einfach nochmal gesagt, Lufthansa viel zu viel gespart, zerstört Lufthansa den jahrzehntealten guten Ruf. Und da stellt sich mir die Frage, hat Lufthansa überhaupt noch einen guten Ruf? Zumal ich gestern und auch davor einige Gespräche mit euch hatte, wo es nicht so gut für die Lufthansa ausgegangen ist, zumindest in eurer Meinung. Und dann hatte ich mal überlegt, heute philosophieren wir einfach mal darüber, was ist bei dem Laden los? Also, abwarten. Mein Name ist Lars, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. Ganz wichtig, abonniert den Kanal, macht die Glocke an, liked uns und kommentiert. Gerade heute denke ich, dass man kommentieren sollte. Und ich mache heute mir dazu einen Schluck in die Tasse rein. Natürlich stilecht Lufthansa-Tasche, Tasse. Noch nicht getrunken, vielleicht muss ich trinken, dann gibt es auch keine Sprachfehler mehr. Ah, herrlich, 16 Jahre alt, Triple Cask, so muss das sein. Also nichtsdestotrotz ist es so bei der Lufthansa natürlich, dass man Probleme hat mit den Kosten. Man hat in Corona richtig Federn gelassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Es gab viele Fehlentscheidungen, wie zum Beispiel mit dem 380er, die man im Nachhinein revidieren musste. Zu seiner Zeit waren sie irgendwie nachvollziehbar, aber dann auch wieder doch nicht. Und man merkt halt, Lufthansa hat 380 Piloten in den Vorruhestand geschickt, nach Hause geschickt, einen goldenen Handschlag gegeben. Und jetzt braucht man sie gerade für den 380er. Ich kann es jedes Mal nur sagen, ich finde die Zahl so lustig. 380 Piloten weggeschickt, obwohl man eigentlich nur 130 wegschicken wollte. Und 380er kommt wieder. Also insofern erstmal darauf Prost. Ach, herrlich. Herrlich. Auf jeden Fall ist es halt so, dass wenn man an den Flughafen kommt, das Drama ja erstmal anfängt. Die einzigen, die so ein bisschen vom Drama ausgenommen sind, auch während des Streiks vom Sicherheitspersonal, wofür Lufthansa jetzt in dem Fall nichts kann, sind die Leute ja gewesen, die ins FCT dürfen. Ins First Class Terminal, da ist quasi das alles noch golden. Aber nein, gestern sagt jemand, nee, FCT ist auch doof. Aber es ist vorgestern, ich weiß gar nicht. FCT ist auch doof, das Essen ist so ein bisschen lala, München ist besser. Und da stellt sich mir einfach die Frage, erwarten wir zu viel? Oder hat Lufthansa, so wie der Kollege das in seinem Beitrag geschrieben hat, sich einfach beim Sparen verspart? Oder viele mögen ja auch mal das Wortspiel, heute schon gespart. Ich komme immer wieder zu dem Ergebnis, solange ich da hin und her rechne. Also es ist so, Lufthansa muss seine Kunden einfach wieder lieben. Und das ist kein Spruch von mir, sondern das ist aus einem Gespräch mit einem ehemaligen Lufthansa-Verantwortlichen, der weggemobbt, weggegangen. Auf jeden Fall, die Geschichten sind da unterschiedlich. Auf jeden Fall ist er nicht mehr da. Und das hat er gesagt, was er seinem alten Arbeitgeber sagen würde. Da das vertraulich gesagt worden ist, aber ich den Spruch geil finde, darf ich euch leider nicht sagen, wer es gesagt hat. Die Entwicklung bei der Lufthansa ist eigentlich ja schon seit vielen Jahrzehnten so. Wenn man sich einfach die Business Class angeguckt hat, die gekommen ist, die davor drin war, dann die First Class, die gekommen ist mit den kleinen Monitoren. Das sind ja alles Entscheidungen, die ja von vor Jahrzehnten getroffen worden sind, wo die Lufthansa immer so war, dass man halt nie wirklich
vorne ist bei den Entscheidungen und vor allem auch, ja, dass die Leute sich lustig drüber machen, dass Lufthansa immer wieder sagt, auf allgemeinen Kundenwunsch. Und ich glaube auch, dass dieser vierte Stern, den man jetzt nur noch hat, und der fünfte ist ja abhandengekommen, spiegelt das eigentlich doch ganz klar wider, was da war. Selbst diese Sternschnuppe des fünften Sterns, die ist ja verglüht am Horizont, bevor er überhaupt aufgegangen ist. Jeder hat sich doch lustig darüber gemacht. Und wenn man jetzt einfach schaut, wo das Hauptproblem ist, wenn ich von mir ausgehe, was meine Probleme bei der Lufthansa sind, sind natürlich Ansprechpartner vor Ort am Flughafen, wenn was passiert. Natürlich ist das darin zu sehen, dass man zu wenig Personal hat. Man hat jetzt auch noch, und die Bild-Zeitung hat das ja auch sehr schön kommentiert, lasst mich das einmal zitieren, deshalb ziehe ich mir das auf den Monitor. Bei der Lufthansa ist fast jeder Dritte krank. Lufthansa oder Deutschland im Flugchaos, und dann ein Bild von der Lufthansa mit einer Dame, die am Ticketcounter, glaube ich, ist. Und da dann halt, ja, einfach vor sich hinsitzt, natürlich mit Gesichtsmaske. Ja, wenn ich mir das Bild angucke, sieht mir das auch aus, als ob das keine Lufthansa-Mitarbeiterin ist, sondern auch wieder eine Externe. Und genau das ist das Problem. Es wird bei Lufthansa so viel ausgelagert. Es wird alles in irgendwelche Servicegesellschaften gebracht. Dann die Piloten, Cityline, Cityline 2. Dann hat man die Gate-Gourmet beauftragt, die LSG quasi zu kaufen und das Problem zu machen. Also insofern sind das doch Probleme, die in meinen Augen vielleicht auch hausgemacht ist. Und man hat natürlich viele Probleme, Mitarbeiter wieder einzustellen, was natürlich an den Flughäfen zu noch mehr Chaos sorgt. Aber wenn man in einer Branche arbeitet wie bei der Aviation, die einem sofort das Messer in den Rücken steckt, wenn man nicht mehr gebraucht wird, dann ist es mit der Loyalität da ja auch vorbei. Und damit ist es dann auch mit unserer Loyalität vorbei. Ich erinnere mich noch damals als Kind, als ich von Lufthansa Aachen durch die Weltgeschichte geflogen worden bin, am Flughafen bei der Lufthansa. Jeder hatte den Kranich quasi auf der Stirn, auf dem Herzen, eigentlich über den ganzen Körper tätowiert und das Ganze liebt und gelebt. Und ja, dass diese Einschnitte natürlich in gewisser Weise gemacht werden müssen, dass man während Corona auch nicht wirklich so viel ausgeben kann, das ist klar. Und dass Carsten Spohr dann Flugzeuge gekauft hat, 787er, 350er, weil sie gerade preiswert zu bekommen waren, alles geschenkt, alles super. Dass man aber jetzt anfängt, alles in Bezug, was mit Passagieren zu tun hat, immer auf den Prüfstand zu stellen, nach dem Motto, können wir da noch einen Cent rauskitzeln oder nicht. Und da gibt es von Singapore Airlines einen ganz klassischen, geilen Spruch in meinen Augen. Und der ist einfach, man darf das Sparen nicht sehen oder am Gast nach außen wird nicht gespart. Wenn man bei Singapore Airlines zum Beispiel in die Backoffice geht, das ist da alles jetzt nicht so prickelnd und golden. Aber solange man als Passagier das sieht, dann denkt man, das ist toll. Und da sieht man halt, wo gespart wird. Und dass die Passagiere jetzt zurückkommen, dass die Preise nach oben gehen und dass man dann halt auch etwas erwartet für sein Geld, das ist doch klar. Ich meine, die Fastlane, dass Lufthansa nichts tun kann, dass die Fastlane geschlossen ist. Ich meine, was ist das denn? Seit wann kann ein Kunde, der für 80% des Umsatzes bei einigen Flughäfen zuständig ist, einfach nicht dafür sorgen, dass die Fastlane offen bleibt? Was ist das denn für ein Quatsch? Das, was ich gestern gelernt habe, und da danke ich nochmal an die Erziehung von euch oder die, wie soll man es nennen, einfach da, wo ich einen Engpass hatte an Wissen, dass sie es aufgefrischt hat. Und zwar hat jemand gesagt, in Köln wäre die Fastlane geschlossen, weil man möchte nicht, dass die Passagiere, die nicht die Fastlane benutzen dürfen, und jetzt aufpassen, dass es da zu Tumulten kommt, dass es da Neid gibt und dann Schlägereien vielleicht. Ja, ist das etwas, was ungewöhnlich ist? Ist das etwas, wo ich sage, das wäre jetzt so unwahrscheinlich, dass das passieren kann? Nö, in heutigen Zeiten ist das nicht unwahrscheinlich. Und ich finde es einfach auch schade, wenn Passagiere natürlich Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter oder aber auch Check-in-Agents einfach mal körperlich züchtigen. Das ist in meinen Augen nicht in Ordnung. Keine Gewalt, keine verbale Gewalt. Einfach bitte Danke sagen. Aber das Problem ist halt einfach, dass man halt merkt, dass gerade an diesen Stellen, wo das Personal
mit uns Kontakt hat als Passagieren, dass die weggespart werden. Und natürlich werden die krank. Und so wie die Bild-Zeitung sagt, dass da halt 30% krank sind. Ich hatte sogar eine Zahl von 40 mal gehört von Frankfurt. Ob das jetzt stimmt, konnte ich leider nicht verifizieren, sage ich einfach nur noch dazu. Aber wie gesagt, es ist halt einfach so, dass man das Gefühl hat, dass Lufthansa mit jedem einen Streit sucht. Mit den Piloten, mit der Kabine, dann mit dem Boot. Also überall, wo man Geld sparen kann, ist beim Personal, was man spart. Aber das ist doch nicht das, was wir erwarten. Dann die Qualität des Essens. Viele sind nicht happy mit dem Essensangebot. Ja, dafür gibt es dann jetzt halt Buy on Board. Damit können wir es jetzt kaufen. Haben die Tickets aber nicht billiger gemacht. Also das heißt, es ist halt immer ein Race to the Bottom. Ich weiß nicht, wer für die Benchmark setzt. Ist die Benchmark irgendwie, dass man gerade so ein Millimeter über Ryanair ist, oder was ist da die Benchmark? Also das wäre ja in meinen Augen immer mal interessant zu sehen. Und was das Problem ist, ganz einfach, und man hört ja auch, dass man zum Beispiel die Lufthansa-Technik veräußert teilweise und vielleicht auch in größeren Teilen noch weiter veräußert, dann ist das so, wenn doch so viel überall gespart wird, wird vielleicht auch an der Sicherheit gespart. Ich möchte nicht so weit gehen wie in dem einen Interview, was ich gesehen habe, wo man gesagt hat, jetzt aufgrund der Engpässe bei der Sicherheitskontrolle, dass das Fliegen unsicher geworden ist. Und ich will auch nicht sagen, dass bei der Lufthansa Technik das jetzt unsicher geworden ist. Aber diese mentale Geschichte bei den Kunden ist dann einfach so, dass man denkt, hey, dann brauche ich doch bei der Lufthansa gar nicht mehr mein Geld auszugeben. Da kann ich auch zu einer anderen Fluggesellschaft gehen, weil das, was als Lufthansa als Sicherheitspuffer oder als in Gedanken als Sicherheits Antipation hat als Kunde, das ist einfach dann weggebraucht. Und da muss man halt einfach schauen, was da passiert. Und das, was die Lufthansa einfach sagt, ist halt leider schade. Und die Passagiere, die jetzt wieder fliegen, die bekommen doch einen kompletten Rappel und sagen, ich habe da gar keinen Bock mehr drauf. Und das ist halt ein Riesenproblem in meinen Augen, dass man da halt wirklich aufpassen muss. Und das ist auch so eine Konklusion. Natürlich ist der Ruf einmal ruiniert, dann ungeniert. Und das ist halt das, was schade ist. Ich glaube, dass Lufthansa, und ich meine, warum habe ich denn so eine Lufthansa-Kappe und so einen Becher und andere Lufthansa-Sachen, mein 350er, ihr seht ihn da hinten. Warum haben wir solche Sachen? Weil wir doch eigentlich Lufthansa-Fans sind und Aficiandos sind. Und deshalb tut es uns ja auch gerade so weh, dass Lufthansa zu uns, ja, lieblos ist. Und ich bin einfach optimistisch jetzt und ich hoffe, und da rieche ich nochmal, herrlich. Wenn ihr mal kommt, könnt ihr im Studio vorbeikommen, dann trinkt man auch mal einen zusammen. Was ich halt einfach interessant finde, ist, dass Lufthansa vielleicht verstanden hat. Und immer dann, wenn man das Gefühl hat, die haben verstanden, dann verkacken sie es einfach. Mit der Business Class, vielleicht wird sie geil. Lufthansa First Class wird sie geil. Aber dann sollte der Service auch durchgängig stimmen und dann sollte es auch nicht so lieblos sein, sondern man sollte es wirklich so machen, dass der Kunde es versteht, dass man mehr Dialog raussucht. Und das ist auch so ein Riesenproblem, was ich bei der Lufthansa sehe, dass die Kommunikation einfach ein Problem ist. Und wir spüren ja als Kunden auch nicht irgendwo, dass wirklich das Lufthansa da in das Thema reingeht. Man hat ja das Gefühl, dass so eine E-Mail ein Lippenbekenntnis ist, das Interview am Donnerstag von der Lufthansa zu dem Thema, ja, das ist alles ein Riesenproblem. Und ich glaube einfach, man muss halt einfach gucken, ob man da natürlich Geld spart, aber noch nicht so, dass wir das merken. Und auch wenn man sich das anguckt mit Getränken und Speisen, ich weiß, im Flugzeug, ich persönlich bin ja niemand, der im Flugzeug sitzt, um zu essen, ich will ja mal ankommen, ist es halt einfach so, dass es auch nicht mehr die Getränke in der Form gibt. Also es ist öfters passiert. Ich habe Kollegen gesehen, die Champagner trinken wollen. Einmal, dass die Flaschen entweder nicht der Champagner ist, der auf der Karte steht, oder der Champagner, der in ausreichender Menge da ist. Und das ist halt das richtige Problem. Und auch diese Geschichte mit den Kompensationen und so weiter. Ja, man muss halt einfach gucken. Und ich bleibe dabei, ich bin optimistisch und ich hoffe, dass es einfach nach oben weitergeht. Ich hoffe, dass ihr mit meiner heutigen Folge am Sonntag nicht so überrascht seid oder denkt, oh Gott, was hat er wieder? Nee, ich habe mir gedacht, ich erzähle so mal ein bisschen, was ich denke
und wie ich das sehe, weil diese Turbulenzen, die natürlich da sind, in der Beziehung zwischen der Lufthansa und den Kunden, die müssen ein Ende haben. Mal schauen, was hier noch passiert. Also insofern schauen wir einfach, dass es weitergeht mit der Lufthansa und hoffen wir, dass diese Mängel, die wir alle als Mängel betrachten, einfach nur kleine Mängel sind, die einfach schnell zu beheben sind. Ich denke, dass wir heute ein Thema haben, wo ihr kommentieren könnt, kommentieren könnt, kommentieren könnt. Tut es einfach und lasst uns ein Like da, abonniert den Kanal und macht die Glocke an. Oder ich bleibe hier einfach jetzt bei meiner Flasche und freue mich. Herrlich, herrlich, herrlich. Jetzt aber weg. So, tschüss. Wo ist denn die Fernbedienung? Hier.